Hallo Freunde, Ernährungstheorie. Ich habe heute extra mal meinen Aluhut für euch aufgesetzt. Es gibt im Internet ja die kuriosesten Filme von wegen flache Erde, Illuminaten und wie heißen sie noch, Freimaurerloge und was nicht alles. Und ja, die sagen halt am 13.01.2019, nee 2020, wird es hier in Deutschland einen großen Blackout geben. Das heißt, es gibt keinen Strom mehr. Keine Zapfsäule an der Tankstelle funktioniert, das Wasser wird nicht fließen, weil ja alles mit Strom läuft. Also die Geschäfte haben auch nicht offen, dann wird es riesige Plünderungen geben hier. Ja, und ich wollte jetzt mal in diesem Video zeigen, welche Komponenten ihr braucht, um dieser Katastrophe ein bisschen entgegenzuwirken. Also eine Anfänger-Solaranlage für wenig Geld. Da wollte ich euch die Komponenten mal vorstellen. Und auch zeigen, wie man die anschließt, sodass es jedem Mindeststromverbrauch gewährleisten kann. Also vor den Leuten, die mir diese Infos gegeben haben, ziehe ich mal meinen Aluhut. Respekt, danke für die Infos. Jetzt wollte ich erstmal den Luca grüßen. Der nennt sich hier auf YouTube der Gamer275. Der hatte mich nämlich gefragt, ob ich mal die ganzen Teile, die ich hier so habe, verlinken kann, weil der möchte sich von seinem Taschengeld auch eine günstige Solaranlage zu Hause aufbauen. Ja, und dann nehme ich jetzt erstmal diesen ganz billigen Laderegler hier. Das ist wirklich der allerbilligste Laderegler, den es bei eBay zu kaufen gibt. Wenn man den in China kauft, kostet der nicht mal 7 Euro. Und das ist halt wirklich ganz schmales Geld, ne? Also weniger geht ja kaum. Ja, und an dem möchte ich jetzt mal zeigen, wie man das Ganze anschließt, ne? Also hier links kommt halt das Solarpanel, die Plusleitung und die Minusleitung zu dem Solarpanel. Da kann man sich vorerst mal vielleicht ein 50 Watt oder ein 100 Watt, je nachdem, wie viel Geld man dafür übrig hat. Ne? Also 50 Watt kostet knapp 50 Euro. 100 Watt kosten an die 80 Euro. Man kriegt sie aber auch schon günstiger. Da kommt es drauf an, wie man halt welche Qualität und welche Leistungsreserven bzw. wie das Ding verbaut ist. Das hat jetzt, das nennt sich Bus Bars. BUS Bars. Das heißt dann, wie der Strom halt durch die einzelnen Module fließt, ne? Je mehr Busbars es hat, desto besser kommt das Panel mit den Verschattungen klar. Also wenn jetzt ein Feld verschattet ist, habe ich ja auch ein Video schon zu gemacht, wenn ein Feld verschattet ist, bringt das ganze Panel nur so wenig wie dieses eine verschattete Feld. Das kann man mit anderen Bauteilen auch noch optimieren, aber da gehen wir jetzt nicht so drauf ein, weil das wird wirklich zu kompliziert. Also je mehr Busbars, desto besser kommt das Panel, das Solarpanel, mit Verschattung klar, ne? Das so viel dazu. So, dann habt ihr hier Plus und Minus angeschlossen. Das ist jetzt Minus, das ist Plus, das ist Minus. So, und dann geht ein Kabel runter zur Batterie. Auch Plus, Minus, Minus, Plus. Mache ich jetzt mal hier so und noch einen Pol. Und dann so eine Batterie hier. Ist jetzt nur beispielhaft, ne? Batterie. So, das kann man gar nicht sehen, schiebe ich mal hoch. So, das ist jetzt die Batterie. Die beiden Kabel, die da hinführen. Die Kabel muss man auch extra kaufen. Da empfehle ich 6 Quadrat oder wenigstens 4 Quadrat. Also das sind dann auch, müssen auch Solarkabel sein, weil die haben andere Silikone, die halten dann den Witterungsbedingungen besser stand. Also UV-Strahlung, Frost, Hitze. Und all sowas. Ne? Also es ist besser, wenn man Solarkabel nimmt, als wenn man normale Lautsprecherkabel nimmt. Ne? Und ja, dann haben wir hier die letzten beiden Anschlüsse. Plus und Minus. Minus. Ah ne, das war jetzt Minus. Und das war Plus. Die gehen dann halt zum, ja, Verbraucher. Den malen wir mal einfach hier so eine Lampe als X zum Beispiel. Wie man eine Lampe anschließt, das sollte jeder wissen. Also ich empfehle da immer diese 12-Volt-Lampen hier.
Die sind halt total praktisch, weil da braucht man nichts umspannen wegen Spannungswandler oder etc. Ne? Die kann man dann auch direkt hier mit so einem Stecker zum Beispiel, macht man hier einen Stecker, da einen Stecker, kann man das praktisch lösen oder halt auch einen Schalter. Also die Lampe 12 Volt. Das ist halt, da gibt es auch 12 Volt, 10 Watt, gibt es aber auch größer. Ich habe auch eine 30 Watt Lampe auf 12 Volt, und die ist halt richtig gut, ne? Die leistet auch schon ganz schön was. Also die bringt richtig viel Strom. So, wenn man das Ganze jetzt noch auf 220 Volt erweitern möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall eine leistungsstarke Batterie kaufen. Also wenigstens 100 oder 150 noch besser Amperestunden. Und an diese Batterie kann man dann den Wechselrichter klemmen. Den habe ich jetzt hier nicht liegen, den zeige ich aber auch noch, beziehungsweise habe ich ja auch schon gezeigt. Da muss man auch wieder am Plus und am Minus eine Leitung zum Wechselrichter. Mache ich jetzt mal hier so. Ja, jetzt kommen wir schon bald an die Grenzen, ne? So. Batterie 100 Ampere. Dann haben wir hier Minus, hier haben wir Plus. Das kommt an den Wechselrichter. Und der formt das Ganze auf 220 Volt um. Wechselrichter. So, und von da kann man jetzt einen ganz normalen Stecker halt so für die Steckdose, für, tja, weiß der Teufel was, Radio oder Kaffeemaschine oder TV. Ne, Radio, TV oder Toaster, halt alles. Der Wechselrichter, da müsst ihr halt darauf achten, wie viel Leistung der liefert. Ne? Da gibt es ganz günstige modulierte Sinuswelle und reine Sinuswelle. Da habe ich ja auch schon ein paar Videos zu gemacht. Wen das noch näher interessiert, der sollte sich auf jeden Fall mal die Playlist anschauen. Da habe ich bei Solargadgets habe ich halt die ganzen Wechselrichter auch vorgestellt, was die für Vorteile und was die für Nachteile haben. Also, das ist jetzt erstmal der grobe Schaltplan, so wie das dann eigentlich angeschlossen wird und worauf man achten sollte. Also, ihr seht ja hier plus, minus, plus, minus, plus, minus. Das ist alles ganz einfach. Meistens sind die roten Kabel plus und die schwarzen minus oder die blauen minus. Das könnt ihr euch dann bei eBay raussuchen. Das ist ganz einfach. Ich setze auch unter diese Videobeschreibung auf jeden Fall den Link, damit ihr dann alles. Auch diesen Strahler, der ist halt auch total praktisch, weil man braucht nicht extra auf 220 Volt hochtransferieren, wenn man nur Licht braucht, ne? Da empfiehlt es sich halt auch wirklich den 12 Volt Stromkreislauf auszunutzen, um dann halt nur Licht zu machen. Wenn man jetzt andere Dinge braucht, wie zum Beispiel TV-Radio, die laufen meist nicht mit 12 Volt oder halt muss man sich dann halt spezielle Geräte kaufen. Wenn man das nicht machen möchte, muss man sich auf jeden Fall den Wechselrichter kaufen. Dabei sollte man darauf achten, dass man bei solchen Geräten wie Radio und TV auf jeden Fall eine reine Sinuswelle hat, weil sonst gibt es halt Brummeln oder man kriegt den Radiosender nicht richtig sauber rein. Ja, aber zum Aufladen von Akkus oder so zum Beispiel, da reicht auch eine modulierte Welle. Das mache ich auch so, das funktioniert auch ohne weiteres. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt hier erstmal alles soweit erklärt. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie meine Anlage aufgebaut ist und auch die Schaltpläne dazu. Weil die ist noch ein bisschen größer. Die ist zwar im Prinzip dasselbe wie hier, aber da habe ich zum Beispiel auch einen anderen Laderegler. Und das ist jetzt wirklich der billigste Laderegler. Und ich sage mal, für ein schmales Taschengeld oder so, da reicht das, wenn man damit anfängt und erstmal guckt, wie das Ganze funktioniert. Ist das schon eine gute Lösung, denke ich mal. Aber wenn man dann ein bisschen professioneller werden möchte, sollte man sich vielleicht doch einen besseren Solarladeregler holen, weil ja, der geht auch schnell kaputt. Wie gesagt, für das bisschen Geld kann man auch nicht so viel verlangen. Aber so für kleinere Anwendungen, für eine kleine Inselanlage, ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Produkt und auch empfehlenswert von mir. Und für eine Notstromversorgung, wie gesagt, falls es wirklich mal zum Blackout kommt, hat man zumindest noch für das Radio oder für den TV, um Nachrichten eventuell noch empfangen zu können, vielleicht auch eine Wasserpumpe anzutreiben, um vielleicht noch irgendwie die Toilettenspülung noch zu versorgen, vielleicht mit gesammeltem Regenwasser oder etc., dass man da zumindest noch ein bisschen Strom zur Verfügung hat, weil ein Blackout, wie gesagt, dann steht halt alles still.
Also, wir wollen nicht hoffen, dass sowas passiert, aber wenn, dann sollte man vorbereitet sein. Wenn ihr das auch machen wollt, mit einer kleinen Solaranlage erstmal anfangen, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, die günstigen Komponenten erstmal zu holen, dass man sieht, was ist das für eine Materie, dass man in die Materie reinkommt. Und wenn man dann vielleicht auch nochmal einen Groschen übrig hat, dann auf jeden Fall viel Batteriespeicher besorgen, viele Solarpaneele und einen richtig hochwertigen Laderegler. Die Lampen und so, die braucht man nur einmal kaufen, die halten eigentlich ewig. Also ich habe die jetzt einmal gekauft. 5 Stück waren das, glaube ich, im Angebot für nicht mal 20 Euro, glaube ich. Da habe ich so ein Bonuspaket mitgenommen. Und die halten immer noch. Die halten jetzt schon 3 Jahre oder was. Die habe ich hier schon mal irgendwo angebaut. Man sieht hier ein bisschen Rost. Das ist halt, die baut man an und baut man ab, je nachdem, wo man Licht braucht. Gut, also dann, bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Beschauen der Playlist. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir ein Abo da. Ich freue mich riesig über Abos. Vielen Dank, bis dann. Ciao.